Was hältst du dann so von diesen Ideen und dem, was immer mal gerufen wird und dann macht doch mal wieder was zusammen und so? Gibt es aus alten Zeiten Künstler, Jan, da habt ihr mal zusammen was auf dem Mixtape gemacht. Afrop ist in Berlin, die Leute sind alle ihre Wege gegangen, aber gibt es da dann immer irgendwie nochmal für dich vielleicht die Idee oder den Punkt oder innen drin mal so das kleine Gefühl, man könnte, man sollte vielleicht auch mal wieder was zusammen machen, auch in Bezug auf Rap weiterzuhelfen, weil das ist ja dann schon das, wo dann alle drauf gucken würden. Ja, aber ob alle irgendwo drauf gucken und ob es den Rap weiterhilft, ist ja eine andere Frage. Also in den letzten Jahren ist ja auch viel im Rap passiert, wo alle drauf geguckt haben und so auf wow und der hat den erstochen und der ist da angeschossen worden und das hat trotzdem Rap nicht wirklich weitergeholfen, weißt du? Also und also bei solchen Fragen finde ich es immer sehr schlau, den guten Dynamite zu zitieren mit dem schlauen Satz, man kann nicht die gleiche Party zweimal feiern, weißt du? So, und wenn es sich jetzt ergibt und das zufällig so ist, dass dann wieder mal ein Sommer gibt oder ein Winter oder ein Frühjahr oder irgendein Punkt, wo alle zusammen chillen und dann so auf, ey geil, lass doch mal ins Studio gehen, denn ist cool. So. Ich würde jetzt nicht aus so einem Retro, lass mal ein paar alte Fans glücklich machen, Gedanken, jetzt irgendwie sagen, hey Dynamite, Tropf, Jan, kommt mal alle her und dann machen wir wieder Hip-Hop geil, so, weißt du? Weil ich weiß gar nicht, ob das so funktionieren Hat würde. die Mongo-Clique nicht irgendwann Jubiläum oder Geburtstag oder sowas? Keine Ahnung, Digga. Na gut. Es sind halt immer die Dinge, weil es gibt da auch hier und da mal so die lauten Wünsche, die dann in Foren und aber auch bei Facebook laut diskutiert werden. Und Aber ganz ehrlich, das sind dann auch die gleichen Leute wahrscheinlich, die das als erstes zerreißen würden, egal was es wäre. Weißt du, es könnte dann genauso klingen wie damals, dann wäre es scheiße, dann könnte es was Neueres sein, dann wäre es scheiße, weil es nicht wie damals ist. Also, das ist eben das Ding. Ich hab mich echt seit Ewigkeiten super frei gemacht davon, was irgendwelche Leute erwarten, so, weil sonst hätte ich gleich anfangen können, irgendwo einen scheiß Job zu machen, wo ich mir jeden Tag mein Boss sagen kann, was ich machen muss, weißt du? Ich glaube, dann ist es auch sehr gut, dass du dich mit dem Internet nicht so auseinandersetzt, weil dann. Eindeutig, deshalb, das macht dann, also es ist wirklich schlecht für meine Seele. So, ich habe einmal eine halbe Stunde irgendwann neulich diese Clips da geguckt, die alle immer rappen, so, ich will jetzt nicht den Namen sagen, so, aber diese, weißt du, diese Serie, wo da jeden Monat neu, und ich habe wirklich Bauchschmerzen bekommen, so physisch, weißt du, das hat sich wirklich, also so, das ist wirklich, ich glaube, Deutschrap, so wie jetzt gerade, ist es wirklich nicht gut für die Gesundheit, so, und ich versuche da ein bisschen das Schmerzmittel reinzubringen, so. Kriege ich dann von dir ein Statement? Du nennst den Namen nicht, aber es gibt diese Serie, es gibt Künstler, die da sehr groß durchgeworden sind oder auch durch andere Dinge, die im Moment stark sind. In Hamburg gibt es jemanden wie Nate, es gibt Haftbefehl. Schneidest du die mit? Fühlst du das? Sind das dann vielleicht auch sowas, weil sie sind ja stark und groß im Moment, so Farid Bang ist noch der nächste Name. Fühlst du das? Kannst du das mitschneiden? Kannst du dir da was, eine Entwicklung, also siehst du eine Entwicklung, weil du bist ein alter Hase, was das Ganze angeht? Also ich schneide es nicht so wirklich mit. Nate kenne ich natürlich und feiere das irgendwie, weil er Ossis kleiner Bruder ist und ich die Jungs irgendwie einfach schon lange kenne und wirklich gesehen habe, wie die ersten Schritte gemacht haben und super beeindruckend einfach finde, was Mr. Blacky White da aufgebaut hat und einfach das also sehr respektiere von den Strukturen. Aber ich bin dann wirklich nicht so, dieses ganze Ding interessiert mich einfach vom Inhalt nicht wirklich. Also weißt du, dieses ganze Street-Rap-Ding, was ja bei, für viele hier der super Knüller ist inhaltlich, ist einfach für mich so, für mich geht es immer einfach nur um Reime, Worte und diese Reflexion einer Person, weißt du? Und ich finde einfach gerade jetzt so, also ich gönne jedem seinen Erfolg und finde alles cool, aber ich finde, es ist trotzdem relativ, also so gleich immer, ich gucke dann immer so ein paar Sachen und gerade so in diesem einen Internetformat, was ich freue mich ja für die alle, so dass die auch dann da viele Klicks durchkriegen, aber es ist einfach super, super deckungsgleich, weißt du? Die Attitüde und es muss immer die ganze Posse dahinter stehen mit verschränkten Armen. Und ich finde einfach dieses Ding, so diese Darstellungsweise von Hip-Hop ist so super unoriginell geworden, weißt du? Es ist einfach nur noch ein Ding, was man so machen muss. Und ich mache ja auch super viel Workshops in den Schulen und kriege ja auch mit, wie das Bild bei den Kids so ankommt, weißt du? Also die sagen zu mir teilweise, ja, du bist ja so ein anderer Rapper, ne? Du machst ja nicht so richtigen Rap. Weißt du, so ich so auch dann so schmunzeln muss und denkst so, ey, schade, dass es für eure Generation so scheint. Ich werde euch jetzt nicht die Lektüre hier erteilen und sagen, was richtiger Rap, weil wer bin ich? Weißt du, richtiger Rap ist der richtige Rap für die richtige Person, weißt du? So dementsprechend gibt es nicht richtig und falsch, aber also ich schneide das nicht mit, weil ich gehe einfach wirklich nicht, also ich lese keine deutschen Hip-Hop-Magazine, gehe nicht auf deutsche Internet-Hip-Hop-Seiten und gucke mir auch diese ganzen schönen TV-Formate hier, für die ich Interviews mache, auch nie an, selbst wenn ich selber drin bin. Also ich Und das ist hart.
Und ja, aber es ist einfach besser für mich, weißt okay. du? Es würde dir auch nichts bringen, wenn ich es dir jetzt angucke, nur damit ich dann sagen kann, ja, Nico hat ein cooles Interview gemacht oder macht generell coole Interviews, aber das Ding macht mir Bauchschmerzen und ich kann nachts nicht gut schlafen, weißt du? Ich versuche mich einfach mit positiven Dingen zu umgeben in meinem Leben und da gehört deutscher Rap gerade mit den meisten Facetten, die er von sich zeigt, nicht dazu. Die Gefahr wäre wahrscheinlich größer, dass du sagen würdest, nee, der hat mit dem Interview gemacht, das ist mir zu anstrengend, lass mal gut sein oder so. Ja, aber hat das denn das, danke, hat denn dieses Format, von dem wir reden, haben die dann mal bei dir angefragt? Ich weiß es gar nicht. Also ich finde, also ich mache jetzt mal auf meiner eigenen Internetseite meine eigenen Dinger und ich finde es auch geil, dass ich da richtig a cappella rap und nicht einfach nur, dass es nicht nur einfach ein Lied da läuft und dazu kann ich Lip-Sync performen, weißt du so? Also ich habe einfach eine andere Vision von dem, wie ich Rap-Internet-Clips rüberbringen will. So. Finde ich sehr stark, weil ich habe das eine schon sehen können und das ist wieder eine Kunstform und es reduziert es wieder und macht deutlich, worum es eigentlich geht. Glaubst du, dass du die jungen Leute damit kriegen kannst? Ja, ich habe diese ganze Kampagne so, das ist so mein Flash, wie ich am liebsten von meinen Lieblingsrappern eine Kampagne sehen würde. Ich will alles wissen, was die im Studio gemacht haben. Ich will die A cappella rappen sehen, ich will die auf dem Beat rappen sehen. Wenn die Proben haben, will ich die mit den Musikern abgehen sehen und das ist einfach alles, was ich den Leuten biete. Und wenn die das interessiert, dann sind sie herzlich willkommen, da im Internet sich die Clips anzugucken. Und wenn die sich Gangster-Rap lieber angucken wollen, dann können die sich das auch gerne angucken. Und ich bin da vollkommen wertefrei, weißt du, also es ist gar nicht mit einer Wertung, aber ich habe nur... Ich muss nur mal eine Alternative darstellen. So. Dann sind von meiner Seite auch gar nicht mehr so viele Fragen über. Du gibst uns gleich noch die Ehre und zeigst uns ein bisschen, wie das hier bei dir aussieht. Ja, am Ende, am 29.07. kommt das Ganze raus. Ja, schwarz-weiß, 29.07. Genau. Wunderschön. Und danach geht's auf Tour. Und es wird dich viel live geben. Gibt es da irgendwie ein Element, was wieder besonders ist? Hast du dir da wieder was einfallen lassen, worauf sich die Leute bei den Festivals freuen können? Es wird auf jeden Fall mies knallen. Es wird echt ganz auf einem ganz anderen Level auch nochmal knallen als letztes Jahr. Haben wir auch schon gut gerockt überall, irgendwie mit DJ und Band zusammen. Und jetzt habe ich die Band aber noch ein bisschen gepimpt und dann ein paar mehr Synthesizers und E-Drums ins Spiel gebracht. Und das wird jetzt auf jeden Fall, glaube ich, mies scheppern. So. Pyrotechniker auch dabei? Nee, das ist ja immer schon mein Statement gewesen. Ey. Ich brauche nur guten Sound und ein Mikrofon, weißt du? Das ist eben wirklich auch eine von den Sachen, die man nicht rekreieren kann, weißt du? Du kannst da irgendwie nicht einfach irgendeinen Typen hinstellen und sagen, jetzt mach du das mal mit der Band. So, das kann eben nur ich, weißt du? Auf diesen ganzen Festivals, egal ob Rock-Festivals, Reggae-Festivals, weißt du? So, wir rocken da überall so und haben extrem weniger Show-Elemente, in Anführungszeichen, als andere Bands und machen trotzdem eine geile Show, so, weil es irgendwie Können auch was Besonderes ist. Man muss nicht immer die Mädels shaken lassen und die Feuerwerke anzünden. Stichwort, sind die 100 Bars dann schon vorbereitet für was und wo auch immer? Ja, ich habe so diverse 100 Bars auf jeden Fall. Morgen muss ich hier welche einrappen, die kommen dann direkt einen Tag vom Release nochmal ins Netz auf jeden Fall mit so einem kleinen schönen Film. Und ich bin noch am Arbeiten für dieses Splash-Ding auf jeden Fall. Ich lasse mich überraschen, bedanke mich fürs Gespräch schon mal. Fordere hiermit dazu auf, das Album zu kaufen. Ich bin doch begeistert, hoffe, dass es klappt und wir sprechen uns demnächst wieder. Also, Dankeschön, Sammy Deluxe, Schwarz-Weiß, 29.07. Backspin TV.